Wow. Wir wollen aufstehen zusammen und zusammen beten. Jesus, wir danken dir für die Dankbarkeit. Wir danken dir für das Erlösungswerk am Kreuz. Wir danken dir, dass du uns liebst von ganzem Herzen, Jesus. Und wir sagen, wir lieben dich zurück, Jesus. Es ist nur ein Grund, warum wir heute hier sind. Es gibt nur einen Grund, warum wir dich feiern. Es gibt nur einen Grund. Und das ist das vollendete Werk am Kreuz. Als du gesprochen hast, es ist vollbracht. Und der Vorhang ist zerrissen. Und der Zugang ist frei zum Allerheiligsten. Und heute sind wir Söhne und Töchter des Höchsten. Und wir danken dir, Jesus, dass wir diesen letzten Gottesdienst heute, in diesem Jahr 2021, aus Dankbarkeit und aus Ehre dir zurückgeben dürfen. Und wir sagen, Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Jesus. Wir erheben deinen Namen, weil du am Kreuz alles gegeben hast, Jesus. In Jesu Namen. Und alle sagen, wer von euch ist dankbar für das Jahr 2021? Halleluja, wunderbar. Mein Thema heute ist Dankbarkeit. Ihr habt ein wunderbares Vortrag gerade gehört. Julia, vielen, vielen Dank. Und ich bin dankbar für dieses Jahr. Ich bin dankbar für das, was wir schon erlebt haben. Und ich bin dankbar für das, was noch kommen wird. Wenn du Essen im Kühlschrank hast, ein Dach über dem Kopf und ein Bett hast, bist du reicher als 75% der Welt. Wer von euch hat einen Kühlschrank, Dach über dem Kopf und ein Bett? Ja, könnt ihr mitlesen gleich. Wenn du ein eigenes Konto bei einer Bank hast, gehörst du den 8% der Reichen dieser Welt. Wenn du mehr als 100 Gramm Reis pro Tag essen kannst, kannst du mehr essen als ein Drittel der Weltbevölkerung. Wahrscheinlich werden wir heute Abend vor Silvester schon mehr wie 100 Gramm gegessen haben. Ja? Wenn deine Eltern noch leben und immer noch verheiratet sind, bist du schon wahrlich eine Rarität. Mama und Papa, danke, dass ihr lebt und dass ihr immer noch verheiratet seid. 52 Jahre, gell? Ein Applaus, 52 Jahre. Halleluja. Wenn deine Eltern noch leben und sie immer noch verheiratet sind, sag ihm mal danke, ja? Sag ich mal vielleicht heute danke, ja. Du bist eine wahrliche Rarität. Wenn du heute Morgen gesund aufgewacht bist, geht es dir besser als 1 Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden. Wenn du zur Schule gehst oder gegangen bist, kannst du froh sein, denn 121 Millionen Kinder haben diese Chance nicht gehabt oder haben die Chance nicht zu lernen. Wenn du nie die Gefahr eines Krieges, die Einsamkeit einer Gefangenschaft, den Schmerz von Folterung oder das Elend von Hunger erlebt hast, geht es dir besser als 500 Millionen anderer Menschen dieser Erde. Wenn du an einer öffentlichen religiösen Veranstaltung teilnehmen kannst oder konntest, ohne die Gefahr, bedroht, verhaftet oder getötet zu werden, bist du besser dran als 3 Milliarden anderer Menschen. Trotz Corona-Beschränkungen dürfen wir eine religiöse, christliche Veranstaltung besuchen. Halleluja, wir sind dankbar. Amen. Zwar ist dein Nachbar 1,5 Meter entfernt von dir, aber wir dürfen hier miteinander Gottesdienst feiern und wir sind dankbar dafür und glücklich. Wenn du immer frisches Trinkwasser zur Verfügung hast, geht es dir besser als 1 Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern. Und wenn du einer der 90 glücklichen Teilnehmer im Missionswerk Strand der Freude bist, die heute da sind, bist du glücklicher wie 7,8 Milliarden Menschen, für die es leider heute ausgebucht war. Ja? Ja. Kannst deinem Nachbar sagen, du bist glücklich. Jawohl. Wenn du diese Zeilen lesen kannst, kannst du dich glücklich schätzen, denn über 2 Milliarden Menschen können es nicht. Wir sind dankbar. Wir sind dankbar zuallererst, dass Jesus Christus uns freigesetzt hat. Die wichtigste Entscheidung im Leben ist, dass du dein Leben Jesus Christus gibst. In diesem Moment wirst du rausgerissen aus dem Bereich der Finsternis und versetzt in das Reich des geliebten Sohnes Jesus Christus. Du bist gerettet. Du hast ein ewiges Leben.
Deine Sünden sind vergeben, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Du bist freigesetzt. Das ist mal die Hauptdankbarkeit, die wir bringen können. Durch das Blut Jesu Christi sind wir freigesetzt und es ist vollbracht. Mit dieser Dankbarkeit wollen wir heute sagen, danke für das Jahr 2021, danke für die letzten 20 Jahre, für die letzten 30 Jahre, für die letzten 50 Jahre, egal wie alt du bist, die letzten 60 Jahre, danke für das nächste Jahr, was noch kommen wird. Wir wollen nicht auf die Probleme schauen, irgendwelche Beschränkungen oder die Benzinpreise, die jetzt steigen oder die neuen Dinge, die jetzt kommen 2022. Nein, wir wollen auf das schauen, was wir schon bekommen haben und das ist das erlöste Werk auf Golgatha von Jesus Christus. Das kann uns niemand nehmen. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die wir haben in Christus Jesus. Weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendeine Macht kann uns trennen von der Liebe Gottes. Halleluja. Was für ein Geschenk. Wow, wir dürfen dankbar sein. Amen. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 15. Gott sei Dank. Immer wenn Dank da steht, könnt ihr mitreden. Ja? Gott sei Dank. Jawohl. Jetzt klappt's. Für seine unaussprechliche Gabe. Gott hat eine unaussprechliche Gabe dir gegeben. Und diese Gabe heißt ewiges Leben. Diese Gabe heißt Rettung. Diese Gabe heißt, er liebt dich von ganzem Herzen. Diese Gabe heißt, am Kreuz von Golgatha ist es vollbracht. Diese Gabe heißt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Diese Gabe heißt, er hat den Fluch zerbrochen. Er wurde zum Fluch gemacht, damit wir in Gottes Segen leben dürfen. Diese Gabe heißt, er hat die Sünden auf sich genommen und hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Diese Gabe heißt, er hat die Strafe auf sich genommen zu unserem Frieden. Diese Gabe heißt, er hat den Tod geschmeckt, damit wir ewig leben dürfen. Halleluja. Das ist die unaussprechliche Gabe, die wir haben in Christus Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, dass du ein Leben voll Dankbarkeit lebst. Höre auf zu murren. Höre auf zu murren und fang an zu danken. Zu danken für das ewige Leben, was du hast. Zu danken für das, was Gott dir gegeben hat. Zu danken für das Leben, was wir heute haben in Christus Jesus. Murre nicht rum wegen dem Kleinkruscht. Ja, die Bestimmungen sind blöd. Ja, die Umstände sind blöd. Es ist so. Aber viel wichtiger ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Hör doch auf, da rumzumachen mit diesen ganzen Beschränkungen. Ja. Hör doch auf, rumzumachen mit diesem ganzen Kleinkruschzeug. Tu doch nicht deine Energie verschwenden lassen an so Nebenschauplätzen. Wir haben das Erlösungswerk Jesu bekommen. Wir sind gerettet. Wir sind erkauft. Teuer erkauft mit dem kostbarsten Gut, was es gibt auf dieser Erde. Und dieses Gut heißt das Blut Jesu Christi. Hör doch auf die Probleme zu gucken. Schau auf den König der Könige, auf den Herrn der Herren, der am Kreuz gesagt hat, das ist vollbracht. Halleluja. Und da wollen wir sagen, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Er hat dir eine wunderbare Gabe gegeben und dafür darfst du dankbar sein. Also, für was dürfen wir dankbar sein? Für den König der Könige, der auf die Erde gekommen ist. Der dich frei gemacht hat, der dich geliebt hat, der dich erlöst hat. Dafür dürfen wir dankbar sein. Dann darfst du dankbar sein für deine Ehefrau und für deinen Ehemann. Wenn der gerade neben dir sitzt, sag mal Danke für das letzte Jahr. Du darfst dankbar sein für deine Kinder. Manchmal geben sie dir morgens um 1 und um 3 und um 5 Gebetsnächte. Halleluja. Ist alles eine Frage der Sichtweise, ja? Wenn du morgens aufwachst. Du darfst dankbar sein für alle deine Verwandten, die du dir nicht ausgesucht hast. Halleluja. Du darfst dankbar sein für das Missionswerk Strahlende Freude, weil irgendein Gemeindemitglied neben dir sitzt, den du auch dir nicht ausgesucht hast. Du darfst dankbar sein für deine Arbeitsstelle, für deine Kollegen, für deinen Arbeitsplatz, für deinen Chef. Du darfst dankbar sein für alle Pastoren. Du darfst dankbar sein für das, was du bekommen hast. Und das, was ich am Anfang gelesen habe, wir dürfen dankbar sein für unseren Kühlschrank. Können wir nochmal diese Liste nehmen? Wie begonnen hat. Für unseren Kühlschrank wollen wir dankbar sein, für ein Dach über den Kopf. Hätten wir es jetzt nicht, wäre es hier drin sehr kalt. Wir dürfen dankbar sein, dass wir heute Abend in einem Bett schlafen dürfen. Oder? Ja. Dürfen nicht alle.
Wir dürfen dankbar sein, dass wir ein eigenes Konto haben. Das ist so selbstverständlich für uns. Wir dürfen dankbar sein, dass wir in Deutschland leben dürfen. Wir dürfen dankbar sein, aber viel wichtiger, wie das ist echt kleinkruscht. Viel größer ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Ja, viel größer. Wir dürfen dankbar sein, dass wir heute Abend, bevor wir Silvester feiern dürfen, noch Minimum 100 Gramm essen dürfen. Manche ein bisschen mehr. Und dass wir nicht zunehmen werden. Amen. Mein Vater hat dieses glorreiche Gebet immer, wenn Gäste da sind. Danke, Jesus, für das Essen und dass wir nicht zunehmen werden. Ja? Genau, Halleluja. Da darfst du heute auch beten, auch im Glauben. Ja? Wir dürfen dankbar sein für unsere Eltern, für unsere Kinder, für unsere Familie, für unsere Gemeinde. Wir dürfen dankbar sein, dass wir heute Morgen gesund aufgewacht sind. Vielleicht tut irgendwas weh und irgendwas ist nicht ganz da. Aber danke, dass du leben darfst und dass du nicht sterben musst. Wir dürfen dankbar sein, dass du in die Schule gehen darfst. Die Schüler sagen, oh nein, oh nein, nein. Oder dass du mal in die Schule gegangen bist. Die wollen lieber arbeiten gehen. Wenn du arbeitest, darfst du dankbar sein, dass du gearbeitet hast oder dass du arbeiten darfst. Wenn du schon in der Rente bist, sei dankbar, dass du in der Rente sein darfst. Sei dankbar in allen Dingen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir keinen Krieg haben. Lass uns beten, auch für die Ukraine jetzt gerade. Wir haben drei Gemeinden dort, die zittern, jetzt aktuell. Wir wollen dankbar sein und gleichzeitig Fürbitte tun. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Wir können nichts dafür, dass wir dort nicht geboren sind und die können nichts dafür, dass sie dort geboren sind. Ja? Von daher wollen wir dankbar sein, dass wir keinen Krieg haben. Wir wollen dankbar sein, dass wir nicht in Gefangenschaft leben, dass wir keine Folterung erleben, dass wir keinen Hunger erleben. Dafür wollen wir dankbar sein. Wir wollen dankbar sein, dass wir eine öffentliche religiöse Veranstaltung besuchen dürfen. Halleluja. Ohne Beschränkung. Also dafür sind wir wirklich dankbar. Wir wollen nicht rumkritisieren gegen die Regierung. Wir wollen dankbar sein und sagen, jawohl, wir wollen für euch beten. Nach Timotheus, da steht drin, betet für eure Obrigkeit. Dafür wollen wir beten. Wir wollen nicht rumnörgeln. Wir wollen nicht ins gleiche Horn blasen wie die Welt, sondern wir wollen sagen, danke Gott, dass wir in die Gemeinde gehen dürfen. Das ist echt ein Privileg. Danke. Wir wollen dankbar sein, dass keine Gefahr droht, dass wir nicht verhaftet werden, nicht getötet werden wie viele, viele andere. Wir wollen dankbar sein für frisches Wasser, was wir haben und dass wir lesen können. Halleluja. Und wenn du lesen kannst, lest die Bibel. Ja? Okay. Also, ich zitiere mal etwas, was mir gefallen hat. Eine wichtige Waffe unseres geistlichen Kampfes ist die Dankbarkeit. Das ist eine Waffe unseres geistlichen Kampfes. Das ist nicht ein Nebending, wo du mal rausholen kannst, wenn es dir gut geht. Nein, das ist eine Waffe. Wenn Zerstörung gegen dich kommt, wenn Depression gegen dich kommt, wenn Schwermut, das ist ein Geist, oder Angst, vor allem der Geist der Angst, ja, nach 2. Timotheus 1,7. Wenn Angst auf dich draufkommt, wie kannst du frei werden davon? Na klar, die Liebe Gottes treibt die Angst aus, aber eine Waffe ist auch Dankbarkeit. Und dann kommt so eine Schwermut, die sagt, oh, alles ist blöd und alles geht den Bach runter. Dann fängst du an zu sagen, danke Gott für meine Familie. Danke Gott für deine Gemeinde. Danke Gott für das, was ich bekommen habe. Danke für das Erlösungswerk Jesu. Fang an, aufzuzählen, für was du dankbar bist. Dann muss die Schwermut verschwinden. Ja, ganz einfach. Ja? Deswegen wollen wir diese geistliche Waffe der Dankbarkeit ziehen. Indem wir Gott danken, verändert sich unsere Sichtweise. Es ist heilsam, unseren Blick von uns abzuwenden und Gott zuzuwenden. Wenn wir an die Dinge denken, die Gott in unserem Leben bereits getan hat, oder auch an die vielen Situationen, in denen er praktisch eingegriffen hat, dann erhellt sich dadurch oft die dunkle Wolke, die über uns schwebt. Also wenn du anfängst, Gott zu preisen für das, was er getan hat oder für das, wo er dich rausgeholt hat, plötzlich kommt diese dunkle Wolke, verschwindet sie einfach. Ich möchte dich ermutigen, einen Lebensstil zu führen der Dankbarkeit. Psalm 69, Vers 31. Loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Dank. Ihr habt es drauf, ja. Dank. Voll gut, ja. Wir haben gerade eben im Lobpreis Gott erhoben. Also loben will ich den Namen Gottes im Lied, haben wir gerade gemacht, ja. Und ihn erheben mit? Ja, das macht ihr gerade.
sehr eintönig, Dank, ja, okay, aber ich möchte dich ermutigen, dass du es mit deinem Herzen machst und sag: Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast, für alles, was noch kommen wird und für alles, was, ja, was heute war, was gestern war und was morgen kommen wird. Und egal, wie die Bestimmungen aussehen, egal, wie 2022 aussieht, es wird ein gutes Jahr werden. Amen. Wichtig ist dein Blick auf Gott, nämlich diesen Blick der Dankbarkeit. Psalm 95, Vers 2. Lasst uns vor seinem Angesicht treten mit? Ja. Genau. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Halleluja. Dank hat einen Bruder. Den nennt man Jauchzen. Dank kommt selten so, danke. Und weg. Ja, das gibt's auch. Aber meistens gibt es mit dem Dank auch Gefühle. Das muss man den Deutschen erklären. Und die Gefühle produzieren eine positive Sache im Herzen. Und diese Gefühle wollen raus. Auch bei den Deutschen. Also das muss ich alles nicht erklären, wenn ich in Afrika bin. Aber wenn du ein Herz der Dankbarkeit hast, dann steht dir drin, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Dieses Gefühl will raus. Und das ist anstößig, weil es nicht in die Form reinpasst, wie man in einem Gottesdienst ist. Aber es ist biblisch, denn wenn du voller Dankbarkeit bist, dann will es innen drin raus und es will jauchzen. Kann mal einer das vormachen? Gut, ihr habt schon drauf, ja, wunderbar. Wir wollen jetzt gleich jauchzen, okay? Jauchzen, wie wir noch nie gejauchzt haben im 2021. Andi, bist du noch da? Andreas, Föhl? Kannst du mal kurz ans Schlagzeug? Wir wollen gleich jauchzen. Wir brauchen dich, ja? Du musst nicht jodeln, ja, alles gut. Wir wollen jetzt gleich, ich werde auf drei runterzählen. Wir wollen 3, 2, 1 und dann wird Andi hier Druck machen hier drin, ja? Voll reinhauen, was geht, okay? Andi, okay, ja? Und wir wollen gleich was machen. Wir wollen jetzt gleich jauchzen. Warum? Weil, wenn ihr nur mir zuhört, hört hier irgendeiner Theorie zu. Aber wir sollen nicht nur Hörer werden, sondern auch Täter. Denn Glaube ohne Werke ist tot. Und wir wollen das neue Jahr mit Taten des Glaubens gehen. Ihr wisst schon, was gleich kommt, ja? Ich muss das alles langsam erklären, damit alle mitlaufen können. Okay, also warum machen wir das? Weil im Wort steht drin, wir wollen vor seinem Angesicht treten mit Dank. Das haben wir schon gemacht. Und wir wollen es uns nicht rauben lassen. Und dann steht hier drin, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Also wir werden jetzt gleich jauchzen, so wie du noch nie gejauchzt hast im 2021. Warum? Nicht, weil ich das sage, sondern weil das Wort das sagt. Das ist ein Glaubensakt, den wir tun. Wenn du deinen Dank mit Jauchzen kombinierst, nennt man das ein Werk des Glaubens. Okay? Er hat schon drauf, jawohl, okay. Er ist schon bereit. Aber ich muss noch ein bisschen erklären, damit alle auch deutsch denkenden Menschen mitkommen können. Wir wollen es nicht lächerlich machen, sondern wir möchten einen Schritt des Glaubens gehen. Wir wollen Gott dankbar sein und gleichzeitig einen Schritt des Glaubens gehen und ihm aus Dankbarkeit eine Reaktion der Gefühle zeigen. Und das nennt man ihm zujauchzen. Wer von euch will das heute tun? Okay, stell mal auf. Und ich werde runterzählen von 3, 2, 1. Andi, haust dann rein, ja? Okay. Und dann wollen wir ein Jauchzen produzieren. Wenn du ein Hörgerät hast, bitte mach es jetzt aus. Ja? Ein Schritt des Glaubens machen. Warum? Stell dir vor, was du alles von Gott bekommen hast im Jahr 2021. Sei dankbar für das, was noch kommen wird 2022. Und leg jetzt alles hinein in deinen Mund. Okay? Und das, was du jetzt tust, aus Glauben, nicht nur auf der Erde, sondern du tust es aus Glauben, wird aufgeschrieben sein im Himmel. Du produzierst jetzt etwas, was in 2022 auf dich zukommen wird, wenn du es im Glauben machst. Stell dir die Segnungen vor, die Gott in deinem Leben schon getan hat und die noch kommen werden. Die Verheißungen, die 2022 in deinem Leben erfüllt werden. Und jetzt wollen wir vor sein Angesicht treten mit Dank und wir wollen mit Psalm, haben wir schon gesungen, ihm zujauchzen. Das Zujauchzen fehlt noch.
Ich zähle runter und dann wollen wir ein Jauchzen produzieren, dass die Nachbarn denken, was geht denn hier ab im Missionswerk Strahl der Freude, ja? 3, 2, 1. Und die ganze Gemeinde sage, Amen. Jetzt darfst du dich hinsetzen. Danke, Andi. Danke. Habt ihr gemerkt, was gerade passiert ist? Die religiösen Vorbehaltsdinge sind abgefallen und wir haben gerade voller Jauchzen sind wir in die Freiheit reingekommen. Das ist ein Schritt des Glaubens und ich lade dich ein, dass du das täglich machst. Man macht doch manchmal Vorsätze, ja, am 31.12. Ich gebe dir einen. Täglich jauchzen. Jawohl, 5 Leute haben es kapiert. Täglich jauchzen. Also, wenn du morgens aufwachst und dein Ehepartner liegt neben dir noch und schläft, bitte jauchze nicht. Wenn du aber alleine bist im Auto oder unter der Dusche oder egal wo und die Möglichkeit ist da, möchte ich dich ermutigen, jauchze. Warum? Nicht um etwas zu tun, irgendwas, sondern weil du deinen Mund kombinieren willst mit deinem Herz der Dankbarkeit. Und diese Gewohnheit erinnert dich an das, für was du dankbar bist. Ich möchte dich ermutigen, dass du einen Lebensstil der Dankbarkeit lebst und einen Lebensstil des Jauchzens. Glaub mir, wenn du jeden Tag jauchzen wirst, dein Leben in 2022 wird anders sein. Es ist so. Amen. Glaubensfamilie hier. Halleluja. Wunderbar. 1. Timotheus 1, Vers 12 sagt, ich danke. Genau. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Wow. Hier steht nicht drin, oh, mein Dienst ist so schwer. Oh, schon wieder muss ich das Gleiche machen, jeden Tag. Und oh, der Peter hat mich schon wieder genervt. Wahrscheinlich ging es Paulus genauso wie uns. Und trotzdem sagt er, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat und mich treu erachtet hat und in den Dienst gestellt hat. Wow. Paulus war dankbar für seinen Dienst. Er wurde gesteinigt, er musste einen Schiffbruch durch, er wurde abgelehnt, er wurde fertig gemacht und trotzdem hat er die Sichtweise der Dankbarkeit niemals verloren. Er hat trotzdem gesagt, Gott hat mich treu erachtet und er hat mich in den Dienst gestellt und dafür bin ich dankbar. Ich möchte dich ermutigen, 2022, dass du dankbar bist für deinen Dienst. Dankbar, dass du ein Ehemann sein darfst, eine Ehefrau sein darfst, dass du ein Arbeitnehmer sein darfst oder selbstständig sein darfst, dass du im Dienst sein darfst, dass du dankbar bist für das, was du tun darfst für unseren König Jesus, dass du dankbar bist für das, was er dir schon gegeben hat und dass du niemals auf diese Mitleidsschiene abrutscht, sondern immer in der Dankbarkeit bleibst. Sei dankbar, dass du ein Hauskreisleiter sein darfst. Sei dankbar, dass du Lobpreis mitmachen darfst. Sei dankbar, dass du in die Gemeinde kommen darfst. Gott hat dich treu erachtet, dass er dich in den Dienst gestellt hat, egal welchen Dienst es ist. Gott hat dich treu erachtet und er hat dir etwas Schönes gegeben. Und wenn du etwas Kleines bekommen hast, möchte ich ermutigen, wer treu ist im Kleinen, wird Gott über Großes setzen. Und Gott ist so stark und so besonders, dass er dich treu erachtet hat. Und ich möchte dich ermutigen, verliere niemals die Sichtweise der Dankbarkeit. Sobald du diese Sichtweise verlierst, dann werden die Umstände so blöd alles und alles ist so anstrengend und alles ist so zerstörerisch,
dass deine ganze Kraft weggezogen wird und dann bist du auf dem Boden und das war's. Dankbarkeit erhebt dich immer wieder. Und ich möchte dich ermutigen, einen Lebensstil der Dankbarkeit zu führen. Bleib in der Dankbarkeit. Ja, und wenn du einen anstrengenden Job hast, und bei dir zu Hause ist auch anstrengend, und der Gemeinde ist auch anstrengend, dann hör auf zu sprechen, dass es anstrengend ist. Und sagst, ich danke Gott. Ich danke meinem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn, dass er mir Kraft verliehen hat und dass er mich treu erachtet hat und mich in Dienst gestellt hat. Sei dankbar. Wir leben ein einziges Mal. Und das Leben auf dieser Erde ist sehr kurz. Sei dankbar, dass Gott dich benutzt in seinem Reich. Sei dankbar dafür. Tu doch nicht Trübsal blasen, wie die Welt es macht. Lass uns eine andere Sprache sprechen. Und diese Sprache heißt die Sprache der Dankbarkeit. Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Alles, was wir tun, egal ob du sprichst oder ob du irgendwas tust, also Wort oder Werk, alles tut in welchem Namen? In dem Namen des Herrn Jesus. Also was wir auch tun, tun wir nur in einem Namen und das ist wegen Jesus. Wir machen es nicht im Missionswerk strahlender Freude. Wir machen es nicht aufgrund deines Nachnamens. Wir machen es nicht aufgrund, weil du ein Deutscher bist. Wir machen es nicht aufgrund von der Regierung. Wir machen es nur in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alles, was wir tun, machen wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ist wichtig, wir müssen, wenn wir das tun, sagen wir Gott, dem Vater, immer Dank in allem. Durch Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, was auch immer du tun wirst in 2022, sag Gott immer Dank und mach es im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Im gleichen Kapitel, ein paar Verse weiter, Vers 23 und 24, einer meiner Lieblingsbibelstellen, da steht drin, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn. Wenn du arbeiten gehst im neuen Jahr, machst du es nicht für deinen Arbeitgeber, sondern für den Herrn Jesus. Du arbeitest nicht für den Arbeitgeber, du arbeitest für Jesus. Du dienst hier nicht der Gemeinde, du dienst hier dem Herrn Jesus. Ich predige heute auch nicht für euch. Ihr dürft nebenbei zuhören, ja? Und du darfst nebenbei zuschauen. Sondern was ich hier tue, ist für den Herrn Jesus. Mein Dienst ist doch für den Herrn und doch nicht für euch. Dein Leben ist doch nicht für dich, sondern für den König. Ich möchte dich ermutigen, was du auch tust, wenn du arbeiten gehst, tu es wie für den Herrn. Dadurch wirst du anders arbeiten. Wenn du zu Hause bist, machst du es doch nicht für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder oder für deine Eltern, du tust es für den Herrn. Alles, was ihr tut, tut wie für den Herrn. Und hier steht drin, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Hey, es wartet ein Erbe auf uns, wisst ihr das? Das Erbe, das Gott uns geben wird, weil alles, was wir tun, tun wir wie für den Herrn. Manche Menschen fragen, wann komme ich endlich in meine Berufung? Hey, du lebst in deiner Berufung, aber für wen lebst du denn? Wenn du es für dich tust, dann hast du ein sehr egoistisches Leben. Wenn du aber alles, was du tust, egal ob kochen oder fahren oder arbeiten oder in die Gemeinde gehen oder beten, alles tust du für den Herrn. In diesem Moment sitzt du in deiner Berufung. Der erste Schritt, ja? Und alles, was du tust, produziert ein Erbe. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Im Himmel wartet ein Erbe auf uns. Ist aber davon abhängig, ob du alles, was du tust, für den Herrn tust. Und wenn du irgendwelchen Zeug tust, was überhaupt nicht deine Berufung entspricht, aber du bist treu im Kleinen, wird Gott dich über Großes setzen. Das ist für Gott gar kein Problem. Aber deine Herzenshaltung zu verändern, das ist eine schwierige Aufgabe. Da möchte ich dich ermutigen, dass alles, was du tust, tu nur für einen, für den Herrn Jesus Christus. Und wenn du das tust, steht hier drin, wirst du eine Vergeltung bekommen, nämlich ein Erbe. Und du wirst empfangen. Und wir dienen dem Herrn Jesus Christus. Die letzte Bibelstelle, und dann wollen wir in die Dankbarkeit rein, also in das Praktische, wollen wir hineingehen.
In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 16 bis Vers 18, da steht drin, freut euch alle Zeit. Betet unablässig, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles. Das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. So steht es hier im Wort. Das ist also die Formel für ein glückliches, gesundes Leben. Ja, muss also nicht googeln, 10 Wege für ein glückliches Leben, sondern die Bibel aufschlagen, die schon seit 2000 Jahren das Wort Gottes ist. Machst du einfach auf, da steht es drin. Okay? Wichtig ist, wo ist deine Quelle der Weisheit? Die einzige dauerhafte Quelle ist das Wort Gottes. Und hier steht drin, die Lebensratschläge. Punkt Nummer 1, freut euch alle Zeit. Freude ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Können wir zusammen sagen, Vers 16? Freut euch alle Zeit. Ja, und wenn ich meine Arbeitsstelle verloren habe, was ist dann die Antwort Gottes? Ein bisschen deutlicher. Und wenn ich eine Diagnose bekommen habe, dass es mir schlecht geht? Und wenn mein Partner mich verlassen hat? Und wenn gerade irgendjemand angerufen hat und mich fertig gemacht hat? Und wenn mein bester Freund einfach weggegangen ist von meinem Leben? Und wenn gerade eben ich auf mein Konto geschaut habe, ich wurde betrogen um 5000 Euro und es wurde einfach abgebucht und ich weiß nicht mehr, wo es ist. Was ist dann die Antwort Gottes? Ihr seid gute Prediger, wisst ihr das? Ist es möglich, dass wir in allen Dingen uns freuen? Die Anweisung Gottes ist, freut euch wie oft? Alle Zeit. Freude ist nicht abhängig von den Umständen. Freude ist abhängig von deiner Entscheidung. Und wenn du trotz heftiger Umstände dich entscheidest für einen Lebensstil der Freude und der Dankbarkeit, wird bei dir etwas geöffnet in 2022, wo du staunen wirst. Trotz Umstände sich zu freuen. Freude ist eine Frucht des Geistes oder ein Teil der Frucht des Geistes nach Galater 5, 22. Und wenn du dich entscheidest, ich möchte in 2022, möchte ich jeden Tag mich freuen. Nachdem du gejauchzt hast, gell? Ja, steht immer also jauchzen und dann freuen. Ja, wollen wir uns freuen alle Zeit. Die nächste Sache ist, also was ist die Formel für ein glückliches Leben? Vers 17. Betet unablässig. Können wir es zusammen sagen? Betet unablässig. Was ist unablässig? Immer, habt ihr recht. Unablässig, also nicht ablassen. Nicht aufhören. Wenn du aufstehst, kannst du in der Dusche beten, im Klo darf man beten, jawohl. Im Auto darfst du beten. Du darfst in Zungen beten, während irgendwie ein langweiliger Vortrag vorne ist oder irgendeine Schulung hast, wo du denkst, kannst in Zungen beten, ja. Du kannst die ganze Zeit beten. Betet unablässig. Hör nicht auf zu beten. Wir als Gemeinde haben uns entschieden, Mittwochabends hier eine Gebetsstunde zu machen. Ich möchte dich einladen, 2022, dass du mitbetest. Wenn du nicht herkommen kannst, kannst du dich einschalten online hier mit über Zoom und einfach dabei sein. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Anweisung Gottes befolgst, dass du betest. Und wie? Unablässig. Und dann steht hier drin, Vers 18, sagt in allem Dank. Noch einmal. Sagt in allem Dank. Hier steht nicht drin, für alles Dank sagen, sondern in allem Dank. Wenn du einen heftigen Schicksalsschlag hast, trotzdem dankbar sein in dieser Zeit. Ich bin nicht dankbar für die MS, die gekommen ist. 2003. Aber ich bin dankbar für diese Zeit. Weil in dieser Zeit wurde ich abhängig von Gott. Und er hat mir so viel gegeben, was heute, 18 Jahre nach meiner Heilung, immer noch eine Quelle der Weisheit ist. Und wenn du dankbar bist, in allem werden die heftigsten
Lebensphasen deines Lebens die Quelle der Weisheit werden für dich. Aber, nochmal zusammen, das Dicke, sagt in allem Dank. Es ist unsere Entscheidung, ob wir in allem dankbar sind oder ob wir in allem trübselig sind. Ins Hornblasen der Murren und der Meckern und des Zweifelns und oh, alles ist blöd. Ich will dich einladen, dass du einen Lebensstil führst der Dankbarkeit. Nochmal die drei Dinge, können wir sie zusammen sagen? Freut euch alle Zeit. Betet unablässig und sagt in allem Dank. Wenn du das machst, diese drei Anweisungen, ich glaube mir, dein Leben wird anders sein. In 2022 wirst du anders leben wie in 2021. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Manche kommen zu mir und sagen, ich weiß den Willen Gottes nicht für mich. Ich weiß nicht meine Berufung. Steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel. Muss nur aufmachen und lesen. Denn was ist der Wille Gottes für dich? Nochmal zusammen. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig und sagt in allem Dank. Das ist der Wille Gottes, steht doch hier drin. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dann steht hier drin, damit es auch richtig klappt, den Geist löscht dich aus. Weissagung verachtet nicht, prüf aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. So Anweisung, wie ein Vater zu seinen Kindern sagt, ja, haltet euch fern und passt da auf und so. Ich möchte dich ermutigen, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Wenn du heute Abend Alkohol trinkst, besauf dich nicht. Auch online. Jetzt wird's ruhig, ja. 2022, von aller Art des Bösen halte dich fern. Ganz einfach. Wenn du in diesem Lebensstil lebst, wird automatisch etwas rauskommen, eine Blume deiner Berufung. Und sie wird schön werden. Aber eine Art, wie du die Blume begießt, heißt, freu dich alle Zeit. Danach bete unablässig. Danach sag in allem Dank. Das ist der Wille Gottes. Und wenn du den Geist nicht auslöscht und die Verheißung und die Weissagung ernst nimmst und dich von aller Art des Bösen, auch an Silvester, fernhältst, in diesem Moment kommt etwas zustande, was man Leben nennt. Dafür ist Jesus gestorben. Dass er dir Leben gibt und Leben im Überfluss. Halleluja. Ich lade dich ein, dass du ein Leben der Dankbarkeit führst. Und wie ist es möglich, dass wir unsere Dankbarkeit zeigen können, indem dass du Zeugnis gibst. Wir werden jetzt gleich hier Zeugniszeit euch geben, dass ihr hier Zeugnis geben könnt, voreinander. Wenn du dich nicht traust, ist auch nicht schlimm, kannst du es auch heute bei deiner Silvesterparty machen. Ja? Kannst du über irgendwelche Sachen reden oder du kannst aus Dankbarkeit erzählen, was Gott in 2021 in deinem Leben getan hat. Wir haben heute schon Zeugnis gehört. Manuel hat schon erzählt, wie viele Dinge er bekommen hat von Gott und die allerbeste Ehefrau, Halleluja. Und das beste Leben und noch im Geschäft und so. Gott hat dich im Studium gesegnet in allem. Und wenn wir das erzählen, wird unser Leben selber stark. Ich war jetzt vorgestern auf so einem Leitertreffen, waren so verschiedene Leiter, so ein Gebetstreffen und waren, also die Hälfte davon waren depressiv. Und ich durfte da für einen nach dem anderen prophezeien und die rauskicken aus diesen ganzen Gedanken, weil sie aufgehört haben, sich zu freuen alle Zeit. Weil sie aufgehört haben, unablässig zu beten. Weil sie aufgehört haben, in allem Dank zu sein. Plötzlich öffnet sich etwas, dass ein Geist der Schwermut kommt. Ich habe da prophezeit für einen nach dem anderen und einer nach dem anderen ist das rausgekommen. Richtig, richtig schön. Und ich habe so richtig gemerkt, wow, wenn wir die Verheißungen reinsprechen, kickt es den Geist der Schwermut raus. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und ja, was kommt 2022? Was kommt 2022? Ich persönlich bin sehr dankbar für das Jahr 2021. Bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar für die letzten 2 Jahre Corona-Zeit. Ich bin sehr dankbar. Es waren die besten Zeiten unserer Gemeinde. Wir haben so viele Anrufe bekommen wie noch nie. Mein Vater ist täglich am Rumbeten mit den Leuten, die online dabei sind. Ja. Wir haben so viel Geld bekommen wie noch nie. Wir haben so viel Bekehrung im Missionswerk gehabt wie noch nie.
Wir haben so viele Taufen gehabt wie noch nie. Wir haben so viele Taufen im Heiligen Geist gehabt wie noch nie. Dämonenaustreibung, Ralf kann davon ein Lied davon singen. Ja, am Telefon mittlerweile, Dämonenaustreibung am Telefon. Wir haben so viele Leute, die frei geworden sind durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben einen Start eines erwecklichen Aufbruchs erlebt. Halleluja. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, die Umstände waren blöd. Ich könnte auch ein Lied davon singen, wie alles, die Beschränkungen, alle blöd sind und so weiter. Aber das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist dankbar sein für das, was wir bekommen haben. Und die letzten 2 Jahre waren die besten Jahre des Missionswerks Strahlen der Freude. So viele Besucher wie noch nie. Die letzten 2 Jahre, ja. Merken die eigenen Mitglieder, wenn sie sich anmelden wollen, immer ausgebucht, ja. Halleluja, ja. Unser Welcome-Team-Leute dürfen dauernd online und physisch mit neuen Leuten umgehen. Wir sind echt dankbar dafür. Schön, dass du auch kommst und dass du einschaltest. Das ist richtig gut. Wir sind dankbar. Was wird 2022 kommen? Ich glaube, wir werden noch mehr Bekehrungen haben wie dieses Jahr. Ich glaube, dass du und dein Haus gerettet werden. Ich glaube, dass die verlorenen Söhne nach Hause kommen werden, auch in 2022. Wir haben das 2021 so oft erlebt. Ja? Menschen haben jahrelang gebetet für ihre Söhne und ihre Töchter und sie kamen dieses Jahr zurück. Wir haben noch ein paar Stunden dieses Jahr. Hast du eine Chance, ja? Aber 2022, ich glaube, dass noch mehr Söhne und Töchter nach Hause kommen werden in die Hände des himmlischen Vaters. Ich glaube an noch mehr Taufen im Heiligen Geist. Ich glaube an noch mehr Wassertaufen. Ich glaube an noch mehr Dämonenaustreibung, die zustande kommen werden. Ich glaube an noch mehr Heilungen wie dieses Jahr. Wir haben so viel Heilung erlebt wie noch nie. Ich glaube, dass Gottes Reich einbrechen wird. Ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird. Ich glaube an neue Räume, Papa, ja, Ralf, ja, Renuka, wir glauben an neue Räume, dass noch mehr Leute kommen können, ja. Wir glauben daran, dass eine Erweckung kommt und wir glauben daran, dass eine große Ernte zustande kommt. Dafür leben wir. Dafür brennen wir. Wir wollen nicht hier leben, damit es uns gut geht. Wir wollen hier leben für den, der es uns gut gemacht hat und das ist der Herr Jesus Christus. Wir wollen für ihn leben, für den König Jesus leben. Und ich lade dich ein, dass du auf das Große schaust, nicht auf die Probleme schaust. Ich habe für euch gebetet und habe gefragt, Gott, was möchtest du tun in 2022? Was ist dein Punkt 2022? Was hast du für die Gemeinde? Du hast mir 3 Punkte gegeben. Punkt Nummer 1, damit laufe ich schon wie schwanger schon seit ein paar Wochen, ist das Wort Weisheit. Ich habe gehört, dass viele von euch, auch die wir online zuschauen, viele von euch, ihr werdet bestimmte Entscheidungen treffen müssen im Jahr 2022. Bestimmte Entscheidungen, die nicht einfach sein werden. Bestimmte Entscheidungen, die Einfluss haben werden in deiner Familie, in deiner Umgebung. Es werden Lebensentscheidungen getroffen nächstes Jahr. Ich weiß nicht, in welchem Bereich. Jede Familie hat wahrscheinlich andere Bereiche, aber bestimmte Entscheidungen werden getroffen in 2022. Und ich ermutige dich, dass du diese Entscheidungen nicht aus Angst triffst. Angst ist kein guter Ratgeber, sondern dass du diese Entscheidung aufgrund der Weisheit triffst. Wenn du keine Weisheit hast, Jakobus 1,5 sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte darum, genau. Und Gott wird sie ihm geben, also bitte, bevor du eine Entscheidung triffst, bitte warte auf den Frieden im Herzen, bitte warte auf gute Ratgeber, die dich da beraten und triff eine Entscheidung, nicht aufgrund von Angst, sondern triff Entscheidung aufgrund der Weisheit Gottes. Wenn du sie nicht hast, bitte darum und Gott wird sie dir geben. Punkt Nummer 1, Weisheit. Punkt Nummer 2 war, ich habe gesehen, wie Petrus auf dem Wasser gelaufen ist und es werden bestimmte Stürme kommen. Es werden Stürme kommen in deinem Leben und die werden heftig sein. Du wirst dich fühlen wie der Petrus mit den ganzen Jüngern im Boot. Und du bist im Boot zusammengesetzt mit verschiedenen anderen Leuten und da kommt ein Sturm und dieser Sturm ist dramatisch. Der Sturm ist so dramatisch, dass du denkst, du gehst jetzt unter und dein Leben ist zu Ende und ich kann nicht mehr weiter. Das könnten verschiedene Sachen sein, egal ob körperlich, seelisch, finanziell, familienmäßig. Und diese Stürme wollen dich umkippen, die wollen dich umhauen. Und mitten im Sturm wirst du eine Begegnung mit Jesus haben. Du wirst Jesus sehen. Habe ich deutlich gesehen. Jesus wird mitten im Sturm kommen. In diesem Sturm. Und du wirst ihn erblicken. Die anderen werden ihn nicht sehen, weil sie auf die Probleme schauen. Du schaust aber auf Jesus. Und ich höre, habe deutlich gesehen, dass Jesus dich aufs Wasser rufen wird. Und du wirst 2022 ein Jahr erleben, eine Situation erleben in dem Jahr, wo er dich aufs Wasser ruft. Und du wirst laufen. Und du wirst erzählen von den Wundern, auf dem Wasser zu laufen.
Die anderen werden im Boot sitzen, du wirst laufen. Als ich unheilbar krank war 2003, ich bin aufs Wasser gelaufen und ich kann es heute davon noch erzählen und heute Menschen ermutigen damit. Ich möchte dich ermutigen, dass die Stürme deines Lebens zu Wasserlaufmomenten werden, wo du auf dem Wasser läufst. Ja? Lass dich von Jesus, lass dir ein Rhema-Wort von Gott geben und lauf aufs Wasser, geh aufs Wasser. Und während du aufs Wasser gehst, wird in dem Moment wird das Wunder geschehen, während du deinen Fuß rausstreckst. Ja? Und Jesus wird kommen mitten in deine Umstände hinein. Und das zweite, das letzte, Punkt Nummer drei, also Punkt Nummer eins war Weisheit, Punkt Nummer zwei, die Stürme mit aufs Wasser laufen. Noch, wir bleiben noch kurz bei Punkt Nummer zwei. Ich habe gesehen, manche von euch werden auch untergehen. Aber Jesus lässt sich nicht ertrinken. Jesus wird kommen. Und er wird nie zu spät kommen. Es lohnt sich, aufs Wasser zu gehen. Er wird kommen, wird dich rausholen. Und die Zeit des Sturmes wird ein Ende haben in deinem Leben. Die Zeit des Sturmes wird ein Ende haben in deinem Leben. Und Jesus wird dich rausholen. Amen. Punkt Nummer drei, was ich bekommen habe. Steht im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, da steht drin, wir schauen aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt, dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Herrn, dem Geist geschieht. Ich habe gesehen, dass manche Menschen werden an Herrlichkeit zunehmen. 2022 wird ein Jahr werden, wo du an Herrlichkeit zunehmen wirst, aber nur für die, die auf den Herrn schauen. Ich lade dich ein, dass du darauf achtest, auf was du schaust. Achte darauf, welche Videos du anschaust. Achte darauf, was du liest. Achte darauf, mit wem du dich umgibst. Achte darauf, welche Nachrichten du bekommst und welche du von der Nase anschaust. Das, was du anschaust, das verändert dich. Das, was du anschaust, das beeinflusst dich. Das, was du anschaust, kommt in dein Herz hinein. Achte darauf, was du anschaust und wem du zuhörst und wen du in dein Herz sprechen lässt. Diejenigen, die auf den Herrn schauen werden, vollständig, sie werden verwandelt dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn du Herrlichkeit erleben willst in deinem Leben, ist es davon abhängig, was du anschaust. Und Punkt Nummer drei ist, manche Menschen werden zunehmend an Herrlichkeit. Es werden die Menschen werden, die gelernt haben, ihren Blick immer auf Jesus zu bringen. So möchte ich euch segnen mit Punkt Nummer 1, mit Weisheit von oben. Punkt Nummer 2, wenn Stürme kommen, geh aufs Wasser. Es kann nichts passieren. Ja, Jesus wird dich rausholen. Und du wirst die coolen Geschichten erzählen. Und Punkt Nummer 3, pass auf, was du anschaust. Schau den Herrn Jesus an. Und du wirst zunehmend an Herrlichkeit in deinem Leben. Amen. Wir wollen, bevor wir Lobpreis machen, jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Zeugnisse erzählen. Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt einen Schritt der Dankbarkeit machst. Was ist dieser Schritt? Dass wir mutig nicht nur jauchzen, haben wir ja schon gemacht zusammen, sondern dass wir auch kurz erzählen, hier ist ein Mikrofon, kurz erzählen von den Dingen, die Gott in deinem Leben getan hat. Und eine Person hat sich schon angemeldet, die Manuela Fien, bevor sie vorkommt, also ein angekündigtes Zeugnis, möchte ich ermutigen, während sie gleich ihr Zeugnis erzählt, ist nicht nur eine Geschichte, wo du zuhörst, sondern wo du dich eins machst und sagst, jawohl, ich möchte auch das Gleiche erleben. Wenn Gott sie gerettet hat, kann er auch mich retten. Und wenn du dann ein Gefühl verspürst der Dankbarkeit, du willst auch etwas erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat und für was du dankbar bist, lade dich ein, dass auch kurz nach vorne kommst, eine kurze Geschichte gibst. Ja, wir haben nicht lange Zeit, kurze Geschichte von dem, was Gott getan hat. Wie hat Gott in deinem Leben eingegriffen? Manuela, bitte. Und die Livestream-Leute dürfen dabei bleiben. Ihr dürft auch zuhören. Ja, ich möchte Danke sagen für die Versorgung in der Quarantänezeit und Zeugnis geben zur Ehre Gottes und voller Dankbarkeit, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Ende November erkrankte ich an Corona. Zuerst hatte ich leichte Symptome. Am dritten Tag wurde auch mein Mann und die Kinder krank. Mir ging es immer schlechter. Ich hatte hohes Fieber und Schmerzen am ganzen Körper. Dann kam auch zuerst noch leichte Atemnot dazu. Nach einer Woche Fieber und immer stärker werdender Atemnot war ich sehr geschwächt. In der Nacht kamen dann diese Gedanken, was ist wenn? Und es vor allen Dingen, es kam auch große Angst dazu. Ich konnte nicht lange laut beten, weil einfach die Luft dafür fehlte. Ich konnte nur sagen, Jesus, bitte hilf mir. Der Heilige Geist gab mir sofort ein Bibelvers, Psalm 118, Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden.
Das hatte ich dann die ganze Nacht in meinen Gedanken. Wie gesagt, ich konnte nicht laut beten. Gott hat uns aber auch einen gesunden Menschenverstand gegeben und mir war klar, dass ich so nicht zu Hause bleiben kann. Am nächsten Morgen habe ich dann meinen Chef angerufen. Ich arbeite in einer Arztpraxis und er kam zu mir nach Hause. Er hat mir die Lunge abgehört und festgestellt, dass ich eine Lungenentzündung habe. Dann hat er mir geraten, ins Krankenhaus zu gehen und hat auch gleich ein Bett für mich besorgt und einen Transport mit Sauerstoff. Das war alles so reibungslos, das war einfach göttliche Führung. Im Krankenhaus kam ich dann ganz schnell aufs Zimmer, auf die Station, wo eine Schwester im Glauben arbeitet. Und das hat mir so gut getan, sie hat mich so gut versorgt und ich war einfach dankbar, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Zuerst war ich alleine im Zimmer, aber ich habe mich nie alleine gefühlt, weil die Präsenz des Heiligen Geistes so stark da war. Ein Bruder hat für mich im Gebet etwas empfangen und genau das ist in meinem Zimmer passiert. Es waren Engel da, es war Jesus da und so eine starke Präsenz des Heiligen Geistes. Ich habe wirklich eure Gebete gespürt und sie haben mich durch diese Zeit getragen. Danke dafür. Dann kam noch eine Frau zu mir aufs Zimmer. Sie hatte zwar keine Atemnot, aber ihr ging es nicht gut. Nach einer Nacht wollten die Ärzte sie wieder nach Hause schicken, weil scheinbar alle Werte in Ordnung waren. Sie sagte aber, dass es ihr nicht gut geht und sie dann einfach wieder zurückkommt. Ich hatte aufs Herz bekommen, für sie zu beten. Das war aber ziemlich schwer, weil das Bett so weit auseinander stand und mein Sauerstoffschlauch nicht bis dahin reichte. Also habe ich ihn abgenommen und habe halt ein relativ kurzes Gebet für Heilung gesprochen, weil einfach die Luft sehr schnell knapp wurde. Letztendlich wurde die Frau dann durch einen Arzt geheilt, den Gott ihr zur Seite gestellt hat. Er schaute nochmal genau nach und hat wirklich was festgestellt. Sie bekam Medikamente und ihr ging es besser. Nach 6 Tagen durfte ich dann nach Hause. Dankbar, dass ich wieder bei meinem Mann und den Kindern sein konnte. Dankbar, dass es meinem Mann, trotzdem er auch krank war, möglich war, die Kinder zu versorgen. Dankbar, dass Gott ihm die Kraft dazu gegeben hat. Danke, dass so viele Geschwister an uns gedacht haben. Die Versorgung war überwältigend. Für uns ist das keine Selbstverständlichkeit gewesen. Der Kühlschrank war immer voll. Wir hatten auch in dieser Zeit Überfluss. Danke an alle, die für uns eingekauft haben oder einfach eine volle Tüte mit Lebensmitteln vor die Türe gestellt haben. Danke für alle Gebete. Die Gebete haben uns durch diese Zeit gebracht. Halleluja. Manuela und Duncan, wir sind dankbar, dass ihr lebt, dass ihr nicht sterbt, sondern lebt und die Werke des Herrn verkündet. Und ihr werdet stärker aus der Situation rausgehen, wie ihr reingegangen seid. Wow, wir sind so dankbar dafür. Ja. So, wer möchte auch noch Zeugnis geben von dem, was Gott in seinem Leben getan hat? Ich bin Gott dankbar für meinen Beruf, dass ich vielen Menschen einfach dienen darf auf Corona-Stationen und das ist echt ein Segen. Aber danke möchte ich sagen noch besonders in diesem Jahr. Ich habe im Sommer eine Diagnose bekommen, Trigeminusneuralgie, wenn jemand das kennt. Das ist eine schlimme neurologische Krankheit, so Gesichtsschmerz. Und ich war dann im Krankenhaus bei mir und wurde durchgecheckt und Ärzte haben gesagt, ich wurde entlassen mit einer Diagnose. Und ich bin selber Medizinerin und ich weiß, es ist eine furchtbare Krankheit. Ja, waren Symptome alles da und der Arzt hat mich entlassen mit dieser Diagnose, mit Medikamenten. Und Gott hat mich auf übernatürliche Weise so mir eine Erlösung bekommen. Ich habe immer proklamiert, wie das kam, kommt es auch weg. Und genau so ist es passiert. Aus dieser Trigeminusneuralgie wurde Zahnwurzelproblem. Also ich war so erleichtert, wo ich dann 3 Wochen später nach diesen qualvollen Schmerzen einfach einen Zahnschmerz bekommen habe und mein Zahn, davor war nichts und also davor war ich 2-mal bei dem Arzt, der sagte, ich sehe nichts und ich war so dankbar, dass aus dieser Trigeminusneuralgie einfach ein Zahnwurzelproblem war und das wurde behandelt und ich war so erleichtert. Ich sage Gott, danke dafür, danke. Gott ist groß und er macht Wunder. Manchmal so, wie wir das nicht erwarten. Für mich war das ein großes Wunder in meinem Leben. Gott sei Dank. Wunderbar. Wir brauchen euch noch lange, bis ins hohe Alter, jawohl. Wer ist? Ja, bitte. Ich möchte Gott danken, weil ich schon lange ein Auto kaufen wollte. Und dann letztes Jahr im Juni
habe ich eins kaufen dürfen und Gott hat wirklich das Auto für mich ausgesucht. Und dann musste ich so die Hälfte an Kredit nehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist, ich muss Versicherung zahlen und so weiter. Dann habe ich einen Kredit in 48 Monate, für 48 Monate genommen. Und jetzt habe ich in anderthalb Jahren den Kredit voll bezahlt. Ich bin Gott so dankbar, weil er mich, also uns versorgt und so mehr als ich gedacht habe und schneller auf jeden Fall. Und zu der Predigt heute, die letzte Zeit war sehr viel los. Ich war sehr niedergeschlagen und vor 3 Tagen habe ich wenn meine Gebetszeit, habe ich in diesem Lied, heute ist ein Siegestag für mich, das ist sehr alt, heute ist ein Siegestag für mich, entschlossen will ich vorwärts gehen, durch Jesu Kraft kann ich bestehen, heute ist ein Siegestag für mich, ja, dann klatsche ich, ja, dann tanze ich und jauchze ich und ja, genau, und dann habe ich noch, ja, dann springe ich und ich habe vor ein paar Tagen gehört, manchmal müssen wir aufstehen und diese Nebel wegtanzen. Und dann habe ich gedacht, das werde ich jetzt jeden Tag 2020 machen. Ich werde jeden Tag jauchzen, springen, tanzen, sogar lachen. Oh, und dann und so, geht es mir viel besser. Halleluja. Wow. So gut. Ich möchte dem Herrn danken für unseren jüngsten Sohn Raphael. Das ist ein Zeugnis für Eltern und für Großeltern. Ich nehme euch mit, wir sind Eltern von 3 Kindern. Unser ältester Ruben ist 29 und hat als Jugendlicher den Herrn angenommen in seinem Leben. Unsere Tochter Rebecca ist 28. Sie hat den Herrn auch im jungen Alter angenommen. Alle 3 Kinder sind verheißen worden, meiner Frau und mir. Unser jüngster Raphael ist dieses Jahr 24 geworden und er hat als junger Mann dieses Jahr mit 23 den Herrn in seinem Leben angenommen. Und für mich ist das die größte Erfüllung, dass mein ganzes Haus nun dem Herrn dienen darf. Aber dieser junge Mann mit 23 hat so viel durchgemacht, obwohl er in Jesus Christus gezeugt und verheißen wurde. Und für mich ist das ein ganz besonderes, dankbares Erlebnis in meinem Leben. Ich danke dem Herrn. Amen. Wow. Bevor du redest, kannst du kurz stehen bleiben. Jetzt ist ein Moment, wo wir beten können für unser Haus. Wir und unser Haus sollen dem Herrn dienen. Wer von euch hat auch Söhne und Töchter, wo noch in der Welt sind, wo kommen sollen? Ja, wo in die Welt, wo in das Reich Gottes kommen soll. Vater, wir beten jetzt für jeden Einzelnen, der jetzt die Hand gehoben hat. Und wir danken dir, dass wir und unser Haus dem Herrn dienen werden. Wir rufen sie hinein. Kommt in die Arme des Vaters in 2022. In Jesu Namen. Amen. Das war unser Glauben. Kurz und knackig. Halleluja. Also bei mir war es so, dass ich Anfang des Jahres in einer sehr, sehr schlimmen Phase war. Also ich weiß nicht, ob es eine Depression war, aber es war auf jeden Fall geprägt von sehr, sehr schlimmen Gedanken, Todesgedanken, also nicht in Richtung Selbstmord, aber es waren einfach Gedanken, die, warum lebst du, du weißt gar nicht, was morgen ist. Und es ist geprägt davon, dass ich halt so ein gesundheitliches Problem habe und sehr, sehr starke Schmerzen im Bauch-Unterleibbereich hatte, wodurch sich das Wort Krebs bei mir eingetrichtert hat und ich dann jeden Tag dachte, okay Maria, du hast Krebs, es ist sowieso vorbei. Und ich habe immer gebetet, Gott, hilf mir, schick mir irgendjemanden, gib mir irgendwas, was mir wieder Kraft gibt. Und ich wusste nicht, wo es hingeht, in Richtung Studium, Ausbildung. Bin dann im Kindergarten gelandet und bin dann auf meine Chefin gestoßen, die Jessie, die mir dann aus dieser Phase mit Gott rausgeholfen hat, indem ich mich ihr gegenüber geöffnet habe. Und sie kannte mich nicht, ich kannte sie auch nicht, aber sie guckt mir in die Augen und sagt, Maria, Jesus liebt dich. Und egal was ist, schrei zu ihm und er ist für dich da. Und sie hat diese Situation mit dem Kindergarten, mit allem, hat mich aus dieser Phase rausgerettet.
in der es wirklich schlimm war. Und das war dann so weit, dass ich mit ihr zusammen im Auto Jesus mein Leben gegeben habe. Hat dann dieses Jahr am 9. Oktober mich taufen lassen. Und bin einfach nur so dankbar auch für die Jugend, in der ich seit Juli wirklich aktiv bin. Jetzt auch im Lobpreisteam dann ab Januar hoffentlich offiziell dabei bin. Es ist einfach diese Liebe, die mir einfach immer gefehlt hat, auch familiär, habe ich dann auch mit Daniel zusammen gelernt, meinem Vater zu vergeben, was auch nicht immer einfach war. Und einfach diese Liebe, die ich vorher nicht kannte, bekommen durch die Jugend, durch die Gemeinde, durch Jesus, aber vor allem und ihn wirklich kennengelernt. Ich kannte vorher, ja, Gott, aber so wie es mit Jesus war, das kannte ich nicht, das wusste ich nicht, das habe ich kennengelernt. Da bin ich so dankbar dafür, einfach dankbar für all die Menschen, die er in mein Leben platziert hat. Und heute weiß ich, dass ich durch diese Phase gehen musste, damit ich jetzt hier stehen kann und euch das erzählen darf und einfach damit sich alles so ergeben hat, wie sich es eben ergeben hat. Da bin ich echt dankbar dafür. Amen. Wow. Gibt es noch jemanden, wer was dazu sagen will? Bitte. Das Jahr 21 war für mich wirklich das beste Jahr meines Lebens. Es war ein Jahr, wo ich habe heute Morgen angefangen aufzuschreiben, was ich alles erlebt habe. Es war so viel, was ich erlebt habe. Gott ist so gut, Gott ist so nah, Gott ist so wunderbar. Und ganz kurz eine Sache. Gestern war, ich war arbeiten zwischen den Jahren jetzt im Büro. Unsere Reinigungsdame kam zu mir und kurz Hallo gesagt und hat gesagt, habe ich Ihnen schon erzählt, nächstes Jahr fahre ich nach Indien. Sie ist Inderin. Und sie hat gesagt, und dort werde ich in das heilige Dorf gehen. Und da lebt mein Gott. Und hat gesagt, und ich denke jede Nacht daran und ich weine jede Nacht darüber. Und ich weiß, wenn ich da hinkommen werde in dieses Dorf, da ist mein Gott. Und ich habe geträumt und dass ich da hinkomme und dass ich ihn dann vielleicht nicht sehen kann. Aber das ist so stark, so stark. Und dann hat sie gedacht, sowas kennen Sie ja nicht. Und habe ich gesagt, ich kenne was anderes. Ich habe gesagt, ich muss in kein Dorf fahren. Ich muss nirgendwo hinfahren, wo ich meinen Gott treffe. Mein Gott, der lebt in mir. Der lebt ganz tief in mir. Gott lebt in meinem Herzen. Gott wirkt in mir. Gott liebt mich von ganzem Herzen. Und er ist immer da. Er ist immer da. Ich brauche nie Angst haben, dass er an mir vorbeigeht oder dass ich ihn nicht treffen könnte. Gott ist immer da. Und dafür bin ich so dankbar. Und es gibt nichts Schöneres. Und ich danke Jesus von ganzem Herzen dafür. Amen. Ja, wow. Wow, 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 wow. Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen. Ja, wir sind echt dankbar für das, was Gott getan hat. Wahrscheinlich könnte jeder von euch irgendeine Geschichte erzählen über das, was Gott getan hat in diesem Jahr. Und ich lade dich ein, dass du das machst auch heute. Ja? Dass da, wo du eingeladen bist oder wo du bist, einfach erzählst von Gottes Größe. Wir wollten heute noch prophezeien für das Jahr 2022, aber das machen wir am besten am Mittwoch dann. Der Gebetsstunde, Ralf, ist das okay für dich? Ja. Mittwoch, ja. Wenn du prophezeien willst für das Jahr 2022, nehmen wir die erste Gebetsstunde des Jahres, das ist am Mittwoch, am 5. glaube ich, ist es. Einfach herkommen und dann wollen wir hier prophezeien für das Jahr 2022. Bevor ihr den Abschlusssegen kriegt, wollen wir noch zusammen aufstehen? Ja? Wir wollen noch kurz beten. Vater, wir danken dir, dass wir dankbar sein dürfen in Jesu Namen. Und wir entscheiden uns heute, einen Lebensstil zu führen der Dankbarkeit. Jesus, wir sagen dir danke, danke, danke für alles, was du schon gegeben hast. Und wir sagen dir danke für das, was noch kommen wird. Und wir empfangen das Jahr 2022. In ein paar Stunden ist es soweit. In Dankbarkeit. Und wir danken dir, dass noch mehr Bekehrungen zustande kommen wie dieses Jahr. Noch mehr Heilung wie dieses Jahr. Noch mehr Freiheit wie dieses Jahr. Noch mehr Kraftwirkungen wie dieses Jahr. Und wir sagen dir, danke Jesus für alles, was wir bekommen haben. Danke für das Erlösungswerk am Kreuz. Und wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir preisen dich von ganzem Herzen. Und wir freuen uns auf ein Jahr mit dir, Jesus. Und die ganze Gemeinde sage, Amen.